jetzt etwas Schwieriges auf uns zu. Es tut mir leid, ich muss jetzt rauchen. Ich meine, wir sind ja unter uns, es sieht uns ja keiner. Nicht so? Ja, danke. Na, was ist denn das? Das ist ja plötzlich ein Schlammbeißer, den kenne ich ja noch gar nicht. Ja, das ist mein Abschiedsgeschenk an Sie. Ja, du verlässt uns jetzt so einfach, ne? Hm. Ich wollte mich verabschieden. Ich gehe morgen zu Oberinspektor Derrick. Harry, ich habe alles versucht, dich zu halten, aber ja, ist ja nicht aus der Welt, ne? Nee, nee. Wir sind ja nach wie vor im gleichen Haus. Das ist wirklich so. Prima Idee. Danke. Bitte. Wie lange warst du schon bei mir? Ja, insgesamt 6 Jahre. 6 Jahre? Ja, ja, 6 Jahre bin ich auch Kommissar. Schöne lange Zeit, was? Mhm. Ich wollte mich für alles bedanken, Chef. Ach, Gott, sprich. Nee, ich habe mich sau wohl gefühlt hier. Ja, bleib wie du bist, Harry. Ein bisschen pünktlicher kannst du natürlich sein. Mhm. Ja, komm, es ist soweit, glaube ich. Ja. Und wein nicht. Nimm dich ein bisschen zusammen. Ja. Es ist soweit. Also. Ja, was kommt denn da alles? Von unserem kleinen Polizistengehalt, ja, sozusagen vom Munde abgespart, für einen lieben Kollegen, den wir sehr ungern verlieren. Ja, aber ich bin doch nur ein paar Türen weiter. Ja, aber du sitzt mir nicht mehr gegenüber. Ja, mir nämlich auch nicht. Was ist denn, kriegst du die Flasche nicht auf? Doch, es kommt schon. Und wenn ich mal, wie jetzt, nicht weiter wusste, dann habe ich dich angesehen und dann war ich getröstet. Wieso? Weil du auch nicht weiter wusstest. Oh, wir haben sogar Warmsekt für dich. Aber das ist doch wahr, die reißen doch wirklich eine Familie auseinander hier. Ja. Sage diesem Herrn, Derrick heißt er, glaube ich, nicht? Ja. Wenn er dich nicht richtig behandelt, dann kriegt das mit uns zu tun. Ja. Irgendwas falsch an der Formulierung, Chef? Nein, ich bin ganz eurer Meinung. Danke. Also, Harry. Tja. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke, Chef. Robert, dank dir. Harry. Walter, danke schön. Rehbeinchen. Prost. Ja, aber wo ist eigentlich dein Bruder? Der wartet ja draußen. Oh. Mach die Tür zu. Ist alles in Ordnung, Harry? Ja, was meinst du? Na, wie ich aussehe. Ja, sicher ist alles in Ordnung. Trägst den gleichen Anzug. Also gut. Ah, das ist also. Jawohl, Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Kommissar. Tag, Herr. Ja, der schleift sich schon noch ab. Wie meinen Sie? Harry, erklär es ihm was. Kommt doch gerade vom Kurs runter, da waren wir doch alles. Ja, natürlich, das meine ich. Ja, aber bei uns geht es ein bisschen lässiger zu. Nicht? Also nicht so förmlich. Wir haben hier mehr ja, einen familiären Ton, würde ich sagen. Nicht? Da ist nicht ganz unser Chef unschuldig dran. Er sagt nämlich, also wenn ich einen Kommisston höre, bevor ich den höre, da gehe ich lieber gleich in Pension. Stimmt doch nicht? Na ja, aber jetzt hast du ihn vor uns. Ja. Ein Glas für den, der geht. Danke. Ein Glas für den, der kommt. Danke. Bitte. Herzlich willkommen. Besten Dank, Herr Kommissar. Prost. 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 Erwin heißen Sie, glaube ich, ne? Ja. So, und jetzt lasst uns mal alleine. Ich habe noch einige Sätzchen mit Ihnen zu sprechen. Ne? Also, Erwin. Jawohl, Herr Kommissar. Nein. Sag bloß nicht Herr Kommissar. Und das Jawohl, das können wir auch weglassen, ja? Ja. Gut. Du warst auf dem Revier? Ja. Und dann Funkstreife? Ja. Und dann Schule. Ja. Ja, da muss ich dir gleich etwas sagen. Ich habe vielleicht die etwas schlechte Angewohnheit, meine Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit zu duzen. Und das ärgert manche Leute. Ja, die finden das nicht richtig. Und die halten das für autoritär. Das ist natürlich vollkommener Quatsch und so. Ich duze euch, weil, ja, einfach weil ihr mir näher steht als alle anderen. Und weil es vielleicht ein bisschen zu spät sein dürfte, mich jetzt noch zu ändern. Begreifst du das? Jawohl, Herr Kommissar. Ja. Dich interessiert also die Kriminalpolizei. Warum? Ich dachte, das ist eine interessante Tätigkeit. Oh ja, das ist es.
Die Bekämpfung des Verbrechens ist eine Pflicht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, eine ethische Pflicht. Keine Angst, ich bleibe ganz normal. Das Verbrechen ist durchaus keine Ausnahmeerscheinung. Das Verbrechen ist permanent. Ich unterscheide zwei Gruppen von Verbrechen. Das Merkmal der ersten Gruppe ist, es wird begangen an den Schwachen. Das Merkmal der zweiten Gruppe ist, es wird begangen von den Schwachen. Wenn du also eine Erklärung suchst für ein Verbrechen, dann suche sie in den Abgründen deiner eigenen Seele. Da wirst du sicher ein Echo finden. Sieh dir mal das Bild an. Ach, das habe ich schon in der Zeitung gesehen. Das Mädchen hat sehr kleine Füße. Harry? Ja? Du hast doch noch Zeit für uns heute. Ja, natürlich. Gut, dann nimm deinen Bruder und geh mit ihm zum Bahnhof. Um 13.05 Uhr kommen die Großeltern dieses Mädchens an. Kannst du gleich anfangen bei uns? Mhm, Chef. Ja, dann trink aus. Ja. Danke. So, nur ab zum Bahnhof. Bitte steigen Sie mal ein. Ich nehme den Koffer schon. Stimmt es, dass man das Kind von einer Eisenbahnbrücke heruntergeworfen hat? Ja, das stimmt. Ich frage mich, was von einer Welt zu halten ist, in der solche Dinge geschehen. Wohin fahren wir? Jetzt bist du dran. Zuerst zum Gerichtsmedizinischen Institut.